Willkommen zurück hier zur FIFA 16 Karriere mit Alemannia Aachen. Als erstes werden wir hier mal wieder ein paar Spieler trainieren, weil ich es nicht gesehen habe. Ich habe jetzt wieder 2 Wochen lang oder so kein FIFA gespielt, weil ich nicht daheim war. Oder, ja, aber wie gesagt, weil ich halt nicht spielen konnte. Und ja, mal gucken, ob es jetzt wieder besser läuft oder ob es noch schlimmer läuft als vorher. Müssen wir mal gucken. Aber ein, zwei, drei Folgen will ich auf jeden Fall mal wieder aufnehmen. Wobei ich die nächsten beiden Wochen auch nicht da sein werde. Das heißt, ich muss gucken, dass ich so viel wie möglich vorproduziere. Und davon wird ein Großteil wahrscheinlich kein FIFA sein. Also diese Woche bin ich noch da. Da muss ich, wie gesagt, vorproduzieren. Und dann die 2 Wochen danach muss ich mal schauen, was für Videos kommen. Es wird auf jeden Fall, ich kann sagen, es wird No Man's Sky kommen. Portal 2 und vielleicht ein bisschen FIFA werde ich noch was aufnehmen. Und zwischendurch GTA Online oder CSGO oder vielleicht auch mal Arma 3 oder keine Ahnung. Je nachdem, wie gesagt, wozu ich komme. Aber wir sind jetzt erstmal hier. Und ihr habt mir wieder Vorschläge in die Kommentare geschrieben. Und zwar hat jemand geschrieben, du brauchst eindeutig Sandro Wagner. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Stürmer. Und ihre Anfrage zu Pascal Testroth, der wie gesagt ein Stürmer ist. Und ich brauche auch einen. Und ich muss einfach die Stürmer weiter auf Torschuss trainieren. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Yannick Müller, Angebot akzeptiert für Giallo. Sehr gut. Machen wir es mal so. Yannick Giallo fürs rechte Mittelfeld. Kann auch vielleicht auch ein paar Offensivakzente nach vorne setzen. Das Mehrwert ist Joylance Mikkels. 300.000. Ein Mittelstürmer. Wobei, also, normalerweise setze ich ja auch eher so auf Nachwuchsspieler und so weiter. Aber ich muss dann doch wirklich ehrlich sagen, dass ich jetzt doch erstmal lieber gute Spieler will, die auch schon ein gewisses Niveau haben. Damit ich eben sowas machen kann wie Tore schießen oder so weiter. Weil im letzten Spiel habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. So, wir fordern hier mal wieder ein bisschen mehr Geld an, damit wir auch was ausgeben können. Wir sind im Aufstiegsrennen mit dabei und wollen das Viertelfinale erreichen. Ob wir es können, weiß ich nicht, aber ich mache das mal, um halt ein bisschen Geld hier rauszuholen. So, dann. Sandro Wagner, was ist denn der gerade wert? So. Bei Darmstadt Anfrage. Mal gucken, was die so für ihn verlangen. Dann ein paar Vorschläge vom Verein OTSBK. Rafik Zeknini. Guck mal, wie man den Namen hier schreibt. Ja, hier, Rafik Zeknini. So, beobachten, Anfrage. Dann der nächste, Rosbach. Ist ein Torwart. Bei Torwart, ich glaube, Torwartprobleme haben wir gerade nicht. Ich meine, man kann natürlich mal anfragen und so weiter. Aber Torhüter brauchen wir jetzt im Moment nicht sonderlich, habe ich so das Gefühl. Also, ich bin bei den Torhütern im Moment einigermaßen zufrieden. Dann Fredrik Oltrup Jensen. So, im zentralen defensiven Mittelfeld. Führungsspieler, habe ich gerade gesehen. Führungsspieler ist sehr gut. Hol dir Green. Hallo? Ah, so. Du meinst wahrscheinlich Julian Green, ne? Ist auch im rechten Mittelfeld. Wobei, im rechten Mittelfeld haben wir jetzt Yannick Giallo. Und ich glaube wirklich, dass Giallo ein Spieler ist, auf den man da in gewisser Weise vertrauen kann, der auch ein gewisses Niveau hat, dass man das quasi machen kann. So, da bin ich jetzt gerade mal auf meinem Kanal und muss hier nebenbei mal schauen, was ihr noch unter die anderen Folgen so drunter geschrieben habt. Willkommen! Ja, da hat der gerade meine Stimme gehört. Ich habe es mir jetzt nicht rausgeschrieben, weil mir das wirklich zu viel gewesen wäre. Dann hier Transfervorschläge. Baumgartel, Aguide, Rigoni und Kennedy. Ich schaue mal nach Kennedy. Ist ein Stürmer. Zeigt großes Potenzial. Nach wem ich auch mal schauen will. Wenn ich jetzt durch die durch Olympia quasi kennengelernt habe, ist Serge Gnabry, der mir bei Olympia wirklich grandios gefallen hat, muss ich wirklich sagen. Ja, also wie gesagt, ich fand er sehr gut. Und deswegen werde ich mal ihn anfragen. So, zeigt bitte jedes Trikot nochmal genau. Werde ich machen, wenn ich dazukomme. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche noch schaffe. Aber im Verlauf der Karriere werde ich es wahrscheinlich schon noch irgendwann irgendwie hinbekommen. Hoffe ich mal. Dann Vorschläge noch. Baumgartel. Spielt er beim VfB, soweit ich weiß. Ich kenne zumindest den Namen daher. Timo Baumgartel, genau. Mit ein bisschen Pech oder Glück, je nachdem, wie lange die Folge hier dauert, kann es sein, dass wir hier nur eine reine Transferfolge machen.
Ich meine, kann man natürlich auch machen. Ah, Timo Baumgartl ist ein Verteidiger, 69. Aber brauche ich einen Verteidiger? Okay, das war gerade ein bisschen verbuggt. Brauche ich einen Verteidiger? Naja. So, nochmal ein, zwei gute Verteidiger dazu. Wäre vielleicht gar nicht mal so unglaublich schlecht. Baumgartl, 2,1 Millionen. Fragen wir mal eine Zwei-Jahres-Leihe an. Wir können es ja noch wieder beenden und so weiter, wenn wir es nicht wollen. Aber so ein guter Verteidiger ist gut. Ein guter Verteidiger ist gut. Das wäre eine richtig geile Aussage, ne? Ah. So, Moment, dann weiter geht's. Bei Spieler suchen. Was wurde noch vorgeschlagen? Hier, OBS, gehen wir kurz weg. Dankeschön. Aguirre oder Aguirre oder. Bah, keine Ahnung. Jonas Aguirre. Linkes Mittelfeld von Rosario Central Anfrage und so weiter. Rigoni. Nicht Tigoni. Rigoni. Nicola Rigoni ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Anfrage und beobachten. Dann das nächste. Das nächste, genau. Kamlot, schau mal nach Carsten Kamlot. Kann ich gerne machen. Ja, der Quatsch, der wird aber nicht mit Ding geschrieben. So, hier Carsten Kamlot. Ist auch ein Stürmer von Rot-Weiß Erfurt. Anfrage, beobachten, bla bla bla. Paslak. Ist jetzt fast schon also guter Spieler bei Dortmund. Felix Paslak, 66, Rechtsverteidiger. Aber ich glaube, Rechtsverteidiger, den haben wir ja gerade in der rechten Verteidigung. In der rechten Verteidigung. Muss man gucken, wen haben wir denn da so im Angebot? Niemanden. Gut, wir haben gerade leichte Verteidigung, niemand im Angebot außer Winter. Das heißt, Paslak wäre vielleicht sogar mal eine ganz gute Möglichkeit hier in der rechten Verteidigung. 1,4, wir fragen mal eine Laie an. So. Probieren wir mal. Vielleicht bekommen wir hier nochmal einen guten rechten Verteidiger dazu. Dann hätten wir vielleicht mal eine ganz gute Verteidigung mit Baumgartl und Paslak. Dann Schubert von Dresden, bitte Koray Günther. Okay. Ich werde es hier erstmal kurz. Ich werde es mir erstmal kurz weiter simulieren und schauen, was die hier alle dazu sagen. Yannick Müller, wer wird das nochmal? Innenverteidigung, Innenverteidiger, okay. Machen wir so. Hier ein bisschen bessere. Pascal Köpke. Ist ein Stürmer. 63. Ja, es ist. Warten wir mal. Yannick Jalo. Ich hoffe, ich habe dem ein Angebot gemacht. Auch ein gutes Angebot. Machen wir es mal so, weil Jalo ist wirklich ein Spieler, den ich gerne verpflichten würde. Weil er einfach klasse ist. Ihr Anfrag zu Sandro Wagner, 1,1 Millionen. Könnten wir da vielleicht irgendwie eine Laie raushauen? Und da muss ich, glaube ich, dafür dann nochmal bei der Transfersumme hier bei den Finanzen das ein bisschen weiter so machen. Büro. Sandro Wagner. Können wir bei Sandro Wagner vielleicht eine Laie raushauen? Vielleicht über ein Jahr, ich glaube 2 Jahre werden sie kaum annehmen, weil wie wir hier sehen, ist ein wichtiger Stammspieler. Julian Green, 4,2 Millionen, ja sicher. 41 Millionen Kennedy. Ja! Pascal Testroth, 1,4 Millionen ist noch akzeptabler. Und zur Vorstellung haben noch nichts dazu gesagt. Ne, okay, machen wir erstmal hier weiter simulieren. Machen wir erstmal weiter simulieren, was? Oh, sehr gut. Timo Baumgartl. Sehr nice. Neu ein 69er Verteidiger. Das ist sehr gut. Yannick Jarl abgelehnt. Yannick Jarl war wirklich ein Spieler, den ich halt gerne hätte. Aber ich glaube, dann gibt es dann doch wirklich bessere Spieler. Oder, ne gut, vielleicht nicht ganz so gute, aber welche, die dann auch für weniger hier herwechseln. Oltrop Jens, was war nochmal? Zentral, das sind 3 Millionen. Serge Gnabry, 10,5 Millionen, ja, sicher, Gehalt 50.000, alles klar, das wird nix. Scheiße, okay, der ist auch zu teuer. So, ich warte drauf, was mein Vorstand sagt. Er möchte den Wagner momentan nicht ausleihen. Ja, dann vielleicht kaufen wir ihn, ja. Felix Paslak, Innenverteidiger, okay. Und was ist noch? Was ist noch ausstehend? Ah ja, genau, Felix Paslak.
Und dieser Typi von Dresden. Gut, Angebot akzeptiert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da oben haben wir die Neuverpflichtungen. Da können wir die theoretisch hier gleich mal bei uns in den Kader mit einbauen. Und zwar hätten wir da im Angebot einen Innenverteidiger namens Baumgartl. Dann einen Rechtsverteidiger namens Paslak. Und nochmal einen Innenverteidiger namens Müller, den wir aber mitnehmen auf die Bank. Ja. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann haben wir einen Pflücke, der auch im linken Mittelfeld spielen kann, statt Zieber. Und wir brauchen noch einen rechten Mittelfeldspieler, ne? Ja, das wär ganz gut. So, dann haben wir uns hier unsere Mannschaft erstmal um einiges wirklich verbessert. Das sieht doch schon mal gut aus. Quasi fast schon ein halb erneuerter Kader. In der zweiten Liga brauchen wir sowas wahrscheinlich auch. Einer Vereine will Nägel mit Köpfen machen. Pascal Köpke. Wer war denn das nochmal? Köpke. Pascal Köpke. Da, KSC. Ja, da will ich aber doch lieber nach einem anderen Stürmer gucken. Vielleicht der Testrot. Oder Alessandro Wagner. Aber haben wir so viel Geld, um uns den zu leisten? Ich weiß nicht. Hat eigentlich mittlerweile, unser Vorstand schon mal geantwortet? Immer noch nicht, ne? Ich brauche eine Budgeterhöhung. Machen wir es mal so. Weil ein bisschen mehr Geld kann nicht schaden. Und vor allem, wenn es um Transfers geht und so weiter, kann man Geld wirklich gebrauchen. Ich habe vergessen, die Stürmer mit Torschuss zu trainieren. Egal, ich werde es beim nächsten Mal machen. Ich werde dran denken, ich werde Stürmer auf Torschuss trainieren lassen. Was ist Stürmer auf Torschuss trainieren? Das ist wieder so ein Satzbau, ey. Ich werde die Stürmer Torschüsse trainieren lassen. So, da haben wir es. Und da haben wir auch gleich schon unser erstes Spiel in der zweiten Bundesliga gegen den KSC. Joy Lane Mickels, wer war denn das nochmal? Mittelstürmer, 63. Ja. So, wen haben wir jetzt gerade im Sturm? Wiedemann und Czerny. Ich schau noch, wen wir hier nochmal als Stürmer drin haben. Kevin Korani wäre natürlich schon so eine Sache, ne? Ich schau nochmal nach Testrot. Okay, ich habe nicht genug Geld für ihn. Dann schaue ich mal kurz nicht nach Testrot, sondern schau mal kurz nach den Finanzen. So, Wunschliste, Pascal Testrot, und den könnten wir sogar fest verpflichten. Wir setzen mal wir setzen die künftige Ablöse nicht auf 1,5 Millionen, weil wir so viel Geld nicht haben. Aber wir haben immerhin Pascal Testrot schon mal kontaktiert. Muss ich mal kurz gucken, wie lange geht die Folge? Die Folge geht jetzt 13 Minuten. Dann wird die Folge ein bisschen kürzer, tut mir leid. Aber ich brauche jetzt erstmal ein paar Folgen. Und soll ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum Liga-Auftakt gegen den Karlsruher SC. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.